Hallo und willkommen zurück zu Wario Land. Ja, wir haben das mal eine Welt wieder geschafft, mit etwas Überzeit. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben die letzten Teile geholt, die wir noch verpasst haben. Das heißt, wir können uns jetzt ganz darauf konzentrieren, die neuen Welten zu machen. Ah, okay, es kommen drei weitere Welten und dann folgen wir wieder dem Weg automatisch wieder. Also würden wir normalerweise folgen. Da wir aber freie Levelwahl haben. Stoppe diesen Zug. Falsche Taste. Keine Münzen, die wir verlieren können. Und da wissen wir auch schon mal, dass wir keine Münzen verlieren. Wenn wir keine Münzen haben, dass wir auch nicht sterben können. Also, Wario ist es unmöglich zu sterben. Zu langsam. Anfang war sehr linear. Ah, die Sprungtaste hat schon wieder nicht reagiert. Och, Wario. Folter doch nicht immer so weit nach hinten. So. Nein! Wieso ist er schon wieder da? Wir haben doch gerade erst gekillt. Das ist doch mies. Durch die Wand angeschlagen worden. Nee, heute läuft es nicht gut. Ist immer noch die gleiche Aufnahmesession. Bin irgendwie heute nicht ganz dabei. Was eine Geburt. Liegt aber auch jetzt an diesem Druck vom Zug. Nein! Och, Manno. Diese Muscheln sind aber auch nervig. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ach, der ist gut, Wurst. Ich
dass er gerade nicht geknistert hat. Ein bisschen am Kabel hängen geblieben. Lieber noch mal ab. Puzzleteil? Nö. Ja, Puzzleteil sage ich schon. Nächster Schatz. Ich muss aber ein bisschen aufpassen, aber ich habe nicht nur einen versucht. Einmal Enter die Bandana. Hab's so gerade noch gesehen, aber wirklich in letzter Sekunde. Okay. Nächster Schatz. Okay, wir müssen hier wieder zurück. Das gefällt mich aber nicht. Das war knapp. Der Münze springe ich natürlich nicht hinterher. Mittlerweile wäre es gar nicht so verkehrt, wenn wir ein paar Münzen bekommen, denn wir haben jetzt für die letzten Puzzleteile relativ viele Münzen aufgebraucht. Gut. Au! Das war laut. Gucken wir doch mal. Bisschen spät reagiert. Ein neues Puzzleteil. So langsam wird das Bild voll. Sagen, gucken wir mal, wie viel Zeit wir mittlerweile verbraucht haben. Wenn wir nicht schon wieder in die Überzeit gehen. Okay, wir haben gerade mal die Hälfte. Also eine Welt könnten wir sogar noch schaffen. Je nachdem, wie lang die ist. Finde den Ausgang. Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Finde den Ausgang. Wir spawnen quasi direkt davor.
die Bewandtnis mit den Münzen. Tür, weiß ich jetzt nicht, ob es da ist. Gucken wir erstmal, ob was hier oben ist. Von irgendeiner anderen Stelle aus hin. Das ist wieder alles im Dunkeln. Ein Lichtschalter. Ah ja, da ist er ja. Die Welten sind auf jeden Fall ein bisschen trickiger als die anderen. So. Ah, es wäre Licht. Dann sehe ich auch mal was. Kleiner Raum mit Münzen für uns. Müssen wir auch gucken, dass wir 200 Münzen zusammenkriegen. Ah. Mist, aber ich so langsam. Na gut. Da kam man aber so oder so nicht mehr ran. Nö. Nichts zu holen. Okay, das ist ein Aufzug. Der sich auch bewegt, wenn wir dünn sind, beziehungsweise sich gerade dann bewegt, wenn wir dünn sind. Naja, dünn ist relativ. Wirklich dünn ist Wario ja nicht. Ah, okay, da brauchen wir ein Stück Kuchen. Naja, war jetzt nicht so schwer. Mal ein bisschen Sport, damit er hier wieder dünn wird, dünner wird. Dass er nur noch fett ist und nicht mehr super fett. Thank you.
wahrscheinlich von der anderen Seite aus. Ups. Zuerst da oben noch ein bisschen mich umschauen. Och, really? Na gut, nicht ganz optional. Der Lichtschalter. Oh. Komm her, das macht mich platt. Kuchen zu bewerben. Vor allen Dingen hat man ja eh nicht viel von dem Kuchen. Mario frisst ein Jahr alles weg. Komm, nimm ab. Da bin ich wohl noch nicht genug rumgehüpft. Hab ihn. Guck mal, knappes Zeitfenster. Habt ihr gesehen, dass das sogar auf easy oft daneben gehen kann? Keine Ahnung, was es war. Thank you.
nerviger Helmi. Den müssen wir erstmal beseitigen. So. Münze. Von dem Einstein könnte eventuell auch noch was drin sein, aber sehen wir jetzt mal nicht so eng. Okay. Was haben wir hier? Gut, da hier definitiv das hier ist, könnte hier noch was Optionales sein. Das hat geklappt. Haben wir das rumgehampelt, dass er immer Kilometer weit wegfliegt. Oh, wie soll ich da rüberkommen? Ey! Das war mies! Mann, das war... Oh. Das war ja noch mieser. Okay, hier sind die Chancen etwas besser. Da haben wir aufgeräumt. Ach Mist, da hinten wäre ja auch noch was gewesen. Egal, da wären bestimmt nur Münzen gewesen. Ein Schatz kann es ja nicht sein, den haben wir ja schon. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen geschlafen, sorry. Das könnte eine 8 sein. Na, ja, blöd ist, man braucht relativ viele Münzen, weil man sich nicht sicher ist, welche Zahl das jetzt ist, weil man das nicht direkt erkennen kann. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Welten haben wir vor uns. Gar nicht so wenig, muss ich sagen. Gar nicht so wenig. Was sagt unsere Zeit? 24 Minuten, dann machen wir hier erst einmal an dieser Stelle Ende. Danke mir fürs Reinschauen, bis dann.